man sieht ja, die, man sieht, ich sehe, der Regisseur sieht, ich sehe, was sie fotografiert, also was sie sich zum Beispiel auswählt zu fotografieren. Das spielt eine ganz große Rolle bei Proben, weil da ich ihren Geschmack und ihre Fantasie kenne, weiß ich, was sie suchen wird, sozusagen. Manchmal bin ich sehr erstaunt und sie hat das ganz anders gehört, aber im Grunde weiß ich, was sie suchen wird. Und es fasziniert mich und interessiert mich jedes Mal, schon lange bevor ich die Fotografie, das Resultat sehe, was sie sich nun heute gerade aus der Probe ausgesucht hat, zu fotografieren. Und es hat dann natürlich eine Rückwirkung auf die Arbeit. Das heißt, es ist nicht nur jemand, der kommt und macht Fotos und die hängen dann da oder stehen in irgendeinem Theater heute, sondern das ist genauso, das ist sozusagen, als ob man einen Spiegel mit sich trägt in der Arbeit, ein Spiegel, der eine Meinung hat, was es natürlich komplizierter macht, weil ein normaler Spiegel eigentlich hat meistens keine Meinung, aber ein Spiegel, der Fotograf ist, hat eine Meinung noch dazu und eine ganz bestimmte Haltung. Und das hat natürlich eine ganz große Wirkung auf die Arbeit, weil ich natürlich für diese Meinung offen bin, sonst würde ich die Gisela gar nicht ertragen, weil bei Proben. Im Gegenteil freue ich mich jedes Mal, wenn ich sie sehe und wenn ich merke, sie ist heute da, weil ich denke, Moment, was wird sie sich heute aussuchen, was wird da kommen.